So, dann wollen wir uns mal in Villenheim weiter umgucken und die drei Läden hier abklappern. Denn wir suchen einen, wo ist meine Liste? Einen gewissen Ture Gudarsson. Hier war das erste Geschäft. Melion Mekaris, Kräuterhändlerin. Was haben wir eigentlich so an Kräutern? Wir waren ja schon mehrmals Pflanzen suchen. Wir haben Tarnelen zum besser schlafen, Einbeeren zum heilen. Schurigenknolle waren, glaube ich, für Gifte und eitriger Krötenschemel auch. Das heißt, eigentlich könnten wir die beiden erstmal verkaufen, denn mit Giften arbeite ich nicht sonderlich viel. Ja, man kann das bei vielen Charakteren benutzen, nur beim Krieger halt nicht, obwohl man da auch schummeln kann. Aber trotzdem halte ich nicht allzu viel von Giften. Aber wir haben momentan auch keine Geldprobleme, also muss es auch nicht verkauft werden. Wir können aber mal gucken, was sie so im Angebot hat. Einfach nur, um so eine Übersicht zu bekommen. Gullmondblätter wären auch ganz schick. Damit könnte man die Stärke ein wenig erhöhen, also die Körperkraft. Und Wirselblätter sind noch bessere Heilkräuter. Die würde ich gerne mal in der Wildnis finden. Aber die sind ein bisschen seltener als die Einbeeren. Heiltränke haben wir noch. Oh, starke Heiltränke. Das wäre doch schick. Haben sie noch was? Und Zaubertränke. Oh, 56 Dukaten. Und hier ist das erwähnte Gift, das man herstellen kann aus den Schurikenknollen. Schurinknollen, genau so heißt das. Dazu brauchen wir aber noch ein paar andere Sachen. Das heißt jetzt nicht, dass die drei Pilze, die wir gefunden haben, jeweils 100 Dukaten wert sind. Nee, nee, so einfach ist das dann nun doch nicht. Also ja, wir werden später sehr gute Möglichkeiten haben, unser Geld loszuwerden. Aber fürs Erste soll das so reichen, denn wir haben noch Heiltränke für alle Nahkämpfer. Na, Zaubertränke haben wir noch 1, 2. Na gut, verkaufen wir ganz kurz ein paar von unseren Flaschen. Die bringen hier gar nichts. Nö, das mache ich nicht. Da weigere ich mich. Das sind nur 6 Silberlinge, aber trotzdem ist das eine Abzocke, dass sie uns dafür nichts geben wollen. Also die 6 Silberlinge bekommen wir wohl nur beim Gemischtwarenhändler. Na gut, hoch hier. Hier ist Laden Nummer 2. Ture von Gudarsonden. Ja, das ist der Laden, den wir gesucht haben. Sehr schön. Dann schleimen wir uns doch erstmal ein. Und das ist auch kein neuer Text. Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch und mögen euch die Götter in ihrer Gnade baden. Ja, das war sehr gut geschleimt. Jetzt verkaufen wir mal unsere Flaschen. Und tada, 8 Silberlinge sogar, weil wir so nett waren. Das kann alles weg, 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 weg. Eine Flasche sollten wir behalten, falls mal irgendwo eine Flasche gebraucht wird. So, 4 Dukaten. Da falschen wir nur ganz bisschen. Wendeln und geschafft. So, jetzt wollen wir mal gucken, was der so im Angebot hat. Ich habe nicht geguckt, ob es ein Männlein oder Weiblein war. Also ja, das Bild ist Weiblein, aber das ist nicht gerade sehr aussagekräftig. Der Laden scheint leer zu sein, als sie ihn betretet. Eine Frau auf. Okay, also muss Terik wieder ran. Jetzt haben wir nochmal geschleimt, auch wenn es wahrscheinlich nichts gebracht hat. So, also was gibt es denn hier für außergewöhnliche Sachen? Bisher sehe ich so nichts. Silberschmuck, Seile, lauter Werkzeug, Glasflaschen, die wir ihm gerade verkauft haben. Oder ihr besser gesagt. Kristallkugel, Alchemieset. Also die Laute haben wir vielleicht noch nirgendwo anders gesehen, aber sonst kennen wir das alles. Was auch immer das für Schriftrollen sind. Eine Hacke. Haben wir eine Hacke? Nee, wir haben keine Hacke. Aber die kann der arme Terik wahrscheinlich auch gar nicht mehr tragen. Aber ich will alles an Werkzeugen dabei haben, nur für den Fall. Und 2 Dukaten ist ja nicht so viel. Da falschen wir auch nur zu 10%. 10. Das macht Terik. Und schon haben wir es. So, raus hier. Das war ein wenig enttäuschend. Also ich hätte schon gedacht, dass wir hier irgendwas Ungewöhnliches kaufen können. Wahrscheinlich zu horrenden Preisen. Und Terik kann wirklich nicht mehr tragen. Na gut, dann kommt das halt zu Gerogon. Gerogon kann auch nicht mehr tragen. Er hat ja auch noch 2 Waffen, die verkauft werden müssen. Und sie hat auch noch welche.
Dann hoffen wir doch mal, dass der dritte Händler hier im Dorf, der da unten ein Waffenhändler ist. Sinn machen würde es, ja? Nee. Chala, Linkols, Dottia. Okay, ihr Sortiment ist wesentlich beschränkter als das von dem, den wir gerade aufgesucht haben. Mir fällt der Name immer nicht ein. Turek oder Sonnen, genau der. Der hatte zwar wesentlich mehr im Angebot, aber nicht mehr als die Händler in Torwahl. Das könnte allerdings der Knackpunkt sein. Wahrscheinlich sind die in Torwahl einfach nur so gut ausgestattet, weil es halt eine recht große Stadt ist. Und dafür, dass die Stadt hier so klein ist, ist das Angebot natürlich sehr gut. Aber für uns nicht wirklich interessant. Na gut, dann könnten wir jetzt die Spätambis. Wir haben es 9 Uhr morgens, da können wir keine Taverne aufsuchen. Mehr Zeit verwenden sollten wir auch nicht, also reisen wir weiter nach Norden. Wir sind ja schon fast da. Wir müssen jetzt hier den Fluss hoch. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch der Bodie ist oder ob das hier eine andere Abzweigung ist. Weil eigentlich müsste der Fluss ja von oben kommen und Richtung Meer gehen. Denn ist das da eine andere Quelle? Na gut, wo können wir hinreisen? Wir können nach Oberorken. Davon haben wir auch schon was gehört. Und zwar im Oberorken sollen wir einen Tardosch suchen. Der ist eine Fundgrube an Gegenständen. Also wahrscheinlich auch ein Händler gewesen. Reisen wir doch mal hin. Und noch vor dem Abend angekommen. Sehr schön. Das heißt, wir können uns jetzt nach diesem Ture umsehen. Nach diesem Tardosch umsehen und danach in eine Taverne gehen. Denn wir haben 16 Uhr. Schön, schön. Dann rasen wir jetzt einmal hier durch. Lassen Tirek schön weiter Karten kratzeln. Und da ist eine Abzweigung nach Südosten. Nee, wir brauchen nachher eine nach Nordwesten. Ist aber auch ziemlich groß. Also diesen Ausgang werden wir wohl später nehmen müssen. Da war gerade ein Tempel, noch ein Tempel. Ist ja doch ziemlich groß hier. So, was sagt unsere Karte? Oh, ganz viele Händler. 1, 2, 3, 4, 5 Händler. 7 Tavernen, 2 Heiler, 3 Tempel und ein Schmied. Wow, okay. Dann gehen wir jetzt nach und nach mal die Händler durch, um den Tardosch zu finden und um unsere Waffen loszuwerden. Nein, du bist Ture. Den Namen hatten wir doch in der anderen Stadt gerade erst. Na gut. Es sei ihm gestattet, den gleichen Namen zu haben wie jemand ein Dorf weiter südlich. Hier nur 8 bis 19 Uhr. Wir haben es 19 Uhr. Wir hatten es gerade eben doch erst 4. Das ging eindeutig zu schnell. Dann werden die anderen Läden wahrscheinlich auch zu haben. Ein Bettler. Na gut. Wir können nicht mehr geben als diesen einen Dukaten. Und es war wohl ein richtiger Bettler und nicht jemand mit Informationen. Schade, aber eine gute Tat, was soll's. Da ist noch ein Händler, den will ich kurz noch überprüfen. Wenn der auch schon so früh in Anführungszeichen zu hat, ja, dann müssen wir wohl oder übel in Taverne gehen. Ja, führt kein Weg dran vorbei. Die Eisenfaust. Sagen wir doch mal Hallo. Ihr betretet die Taverne, es sind nur wenige Gäste anwesend. Der Wirt mustert euch kurz, dann wendet er sich wieder einer Reihe von Krügen, Bechern und Karaffen zu, um sie gelangweilt zu sortieren. Das ist gut, dann hat jetzt einer mehr Zeit, um ausgefragt zu werden von uns. Dann halten wir erstmal gerne 6 Bier und, ihr kennt euch doch aus hier. Wir wollen nichts Spezielles wissen. In Oberorken ist täglich Markt. Den Marktplatz haben wir aber gar nicht gesehen. Dafür kamen wir wahrscheinlich aber auch zu spät hier an. Damit konnten wir wenig anfangen, mehr hatte aber leider nicht. Na gut, dafür werden wir von einer Frau zu einem Bier eingeladen. Da sagen wir doch immer doch. Sie heißt Gundrid Hasgarddotter und hat folgenden Hinweis für uns. Auf der anderen Flussseite führt ein Pfad zum Einsiedlersee. Nicht weit von hier führt der Pfad durch ein kleines Wäldchen, in dem viele verschiedene Kräuter wachsen. Ha, also auf der anderen Flussseite, Richtung Einsiedlersee. Da würde ich jetzt mal gerne auf die Karte gucken. Aber dafür müssten wir, glaube ich, rausgehen aus der Stadt. Verlassen wir mal die Taverne.
Gwendolyn ist angeduselt und ein Silberling. Na gut, jetzt gehe ich mal ganz kurz raus aus der Stadt, damit ich mal gucken kann, wo dieser Pfad sein könnte. Ein See, ein Einsiedlersee. Also auf der anderen Flussseite, das wäre also hier, führt ein Pfad zum Einsiedlersee. Ich klicke mal da oben hin. Und ja, da ganz oben ist der Einsiedlersee. Hier wohnt ein Einsiedler in einer halb zerfallenen Hütte. Schön, dass unsere Helden das wissen. Also könnten wir wahrscheinlich uns hier irgendwo durch den Dickicht schlagen und unterwegs ein paar Kräuter suchen. Aber wir sollten zuallererst nach Feldstein und unserer Aufgabe nachkommen. So, wollen wir jetzt in der Nacht noch losziehen oder wollen wir ordentlich was essen und schlafen? Ja, unsere Helden sind kaum angeschlagen, sind gut ausgeruht. Das verkraften die schon. Also weiter. Und die sind die ganze Nacht durchmarschiert. So lobe ich mir das. Gut gemacht. Und wir sind in Feldstein. Ja, jetzt müssen wir uns hier nur umhören, wo der liebe Kerl denn wohnt. Denn alle Häuser abzuklappern wird wahrscheinlich zu lange dauern. Obwohl, die stehen schön vereinzelt hier. Da müsste man sich leicht merken können, wo man schon war. Und so viele Häuser sind es auch gar nicht. Aber trotzdem gehen wir jetzt einmal durch, damit wir uns einen Überblick verschaffen können. Und nicht zaubern. Karte gucken. Eine Taverne haben wir da, da können wir schon mal rumfragen. Und da haben wir noch eine. Das mittlere Stück hier fehlt noch. So, jetzt müssen wir die komplette Karte haben. Schön, schön. Also wir haben nur 2 Tempel, 3 Tavernen, einen Händler und... ein Heiler war das. Wie spät? 16 Uhr. Dann können wir noch ganz schnell runterflitzen zu dem einen Händler und hoffen, dass es ein Waffenhändler ist. Ach, die Krämerin. Schlauer Masker. Können wir hier die Waffen einigermaßen gewinnbringend verkaufen? Nö, null Heller. Irgendwas Interessantes im Angebot? Nö, nicht wirklich. Öl. Nö, wir haben Lichtzauber, danke. Na gut, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen, bis es 19 Uhr ist. Dann machen die Tavernen ja meistens erst auf. Oh ne, die Geschäfte schließen um 19 Uhr. Die Tavernen machen früher auf, oder? Gucken wir mal rein. Ja, Erz und Stain. Da sagen wir doch mal Hallo. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur noch mit Mühe vorwärts. Also ein sehr volles Geschäft. Sagen wir erstmal 6 Bier und ihr kennt euch doch aus hier. Kennt ihr vielleicht Islaifs Olgazon? Sicher, er wohnt hier im Süden. Ganz in der Nähe des Felsdier. So ein freistehendes Haus. An der Theke winkt ein Gast mit seinem leeren Bierkrug. Ihr entschuldigt, ich werde gebraucht. Und damit verschwindet der Wirt, um sich um die anderen Gäste zu kümmern. Ihr trinkt euer Bier. Nee, trinken wir nicht mehr. Wir lassen unsere Krüge halb leer stehen und verlassen die Taverne. Denn wir wollen doch noch... Oh, Talana ist ein wenig angeduselt. Sie sollte gleich nicht reden, wenn wir mit dem Nachfahren sprechen. Also ja, ich habe jetzt die Taverne verlassen, damit wir noch einigermaßen zeitig da ankommen. Denn wir haben es jetzt schon 18 Uhr und zu später Stunde jemanden stören, könnte ihn rumpig machen. Also im Süden, nahe des Deer, das wird wahrscheinlich der Fluss sein. Gucken wir doch mal hier. Raus hier, Privatbesitz. Hier. Islaifs Olgazon. Ah, oho, Besuch. Ein sehr alter, weißhaariger Mann tritt aus dem Haus. Was treibt euch denn zum alten Islaif? Der Hetman schickt uns. Der Hetman schickt euch doch nicht zu mir. Also, was ist los? Högeliks Spuren. Högelig. Na, dass sich für den noch einer interessiert. Wir erzählen ihm am besten mal unsere Geschichte, damit er auch weiß, warum wir genau hier sind. Hoffentlich zahlt sich unsere Ehrlichkeit da aus. Da kann ich aber vielleicht weiterhelfen. Ich kenne denn nämlich noch ein paar Leute. Oh, ich hol schon mal wieder meinen College-Block. So. Dann schieß mal los.
Vielleicht fragt ihr ja mal bei Jorge Torfisson in Skjall. Oh, diese Namen. Okay, also Jorge Torfisson in Skjall. Da müssen wir nachher auf der Karte mal gucken, wo das genau liegt, damit wir unsere Route einigermaßen planen können, um nicht die ganze Zeit zickzack zu laufen. Das ist ein Nachkomme von Hügeliks Brautbrüder. Also das ist der Sohn von Frau von Hügelik. Man weiß ja nie, wofür so eine Information gut sein kann. Was hast du denn noch so? Frag mal bei Ragnar Firunjasdotter. Okay. Ragnar Firunjasdotter in Witsand. Haben wir auf unserem Weg auch noch nicht gesehen. Aber das sagt ja nicht viel. Witsand. Ihr Onkel war ein Uronkel von Hügeliks Braut. Also ich glaube, ich mache jetzt keine Skizze mit dem Stammbaum. Der wird recht abstrus aussehen. Ach, wo es für so eine wichtige Sache ist. Er verschwindet kurz und kommt mit einem Pergamentfetzen wieder. Da sollt ihr den alten Wisch ruhig haben. Ist das Stück einer uralten Schatzkarte, die ich von Hügeliks geerbt habe. Vielleicht findet ihr damit ja des Rätsels Lösung. Ha, das ist schon mal sehr praktisch. Wir könnten uns jetzt bedanken und gehen. Oder wir könnten Barsch fragen, ob er nicht noch mehr weiß. Freundlichkeit zahlt sich zwar meistens aus, aber vielleicht verpassen wir dadurch ein Fünkchen an Informationen. Also hakt Tirik mal nach. Dem nimmt das keiner übel, wenn er ein bisschen barsch ist. Und mehr wisst ihr nicht. Einer rechts, da ist Norden. Sehr viel zeigt das nicht. Na, wenn das nicht schon eine Menge war. Ihr habt vielleicht eine komische Art, euch zu bedanken. Bleibt ihr wenigstens noch auf einen Schluck? Och, da sagen wir nicht nein. Das Angebot können wir nicht ablehnen. Vielleicht wird ihr noch ein bisschen redselig, wenn er ein, zwei Humpen Intus hat. Er bittet euch ins Haus und schenkt euch ein großes Bier ein. Eine Stunde später verabschiedet er sich von euch. Schaut doch mal wieder... Nee, schön, dass mal wieder jemand an den alten Islife gedacht hat. Na gut, wir haben unser erstes Kartenstück und jede Menge Namen. Speichern wir erstmal ab. Speichern LP 012 und wir sehen uns gleich wieder.